schneiden. 2x6, das ist jetzt so die komplette Ausbeute. Die Story geht weiter. Ich bin jetzt in meiner Garage. Ich stehe dran. Einfach in der Anwendung. Also man hat nicht so viel Arbeit, nicht so viel nachpolieren. Trotzdem war das ein ganz schöner Akt heute. Und zwar, ich habe ja hier. Ich war eben in der Stadt essen und wollte mir bei Apple ein iMac kaufen. iMac 5K mit i7 und der neuesten Grafikkarte, der 580er und SSD-Festplatte. Und dann erzählen die mir, dass sie das Ding nicht vorrätig haben. Der war uncool, jetzt muss ich das online bestellen und irgendwie gelten da wieder andere Gesetze für, was auch nicht so nice ist. Und die Lieferzeiten sind so eklig. Ich bin nämlich jemand, der, wenn er was im Kopf hat, nicht warten kann und nicht warten will. Und die wollen, dass ich bis zum 8. Dezember warte. Das ist mir zu lange. Mal gucken, ich überlege mir da mal was. Aber vielleicht muss ich einfach mal warten. Ansonsten, was geht bei euch so ab? Ich freue mich auf jeden Fall, dass schon einige Kommentare zu Insta, Daily Mark, also Insta Mark und Daily Mark gekommen sind. Auf jeden Fall echt ganz cool, freue mich drüber. Ja, habe schon ein paar Tipps bekommen für die Physik. Und ich hoffe, dass ihr soweit einen ganz coolen Tag hattet. Ich war vorhin ein bisschen im Starbucks, habe da rumgechillt und ein bisschen ein paar Fragen beantwortet. Die habe ich hier auch in der Story gepostet. Ist auf jeden Fall super interessant und würde ich jedem empfehlen, das zu machen. So ein bisschen Review über meinen. Und über sich selbst zu starten. Ich mache sowieso ziemlich viel in dieser Richtung persönlich und habe da auch super viel Spaß dran. Und ja, lass mal was hören, vielleicht macht ihr es auch. Vielleicht habt ihr es ja tatsächlich mal da durchgemacht. Lasst was hören, wie es bei euch so geht und was ihr so macht. Achso, falls euch wundert, dass die Story, glaube ich, nicht chronologisch ist. Ich habe meine Zeit nämlich gerade umgestellt, denn es gibt ja eine App, bei der muss man sein Handy schütteln und das kann man nur einmal am Tag. Und wenn man das Datum vor und zurück ändert, kann man das 1000 Mal machen. Und das ist ein kleiner Move von. Weil da gibt es nämlich ein Fleisch-Update irgendwie von 125 auf 180 Gramm Fleisch. Ich will natürlich hier dickes Beef haben und spare mir dann den Aufpreis, indem ich einfach die Zeit immer ein bisschen umstelle. Deswegen stimmt die Zeit gerade nicht auf jeden Fall.